Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet mit mir, dem An der Water Frank. Und mit dabei ist heute mal zur Unterstützung der Tampi. Hallo, hallo, hallo. Ja, der Tampi ist auch vom Bierstübchen, ist hier unser Moderator im TS. Und ja, ich habe ihn jetzt mal zur Hilfe geholt, weil wir wollen nämlich einen besonderen Fisch fangen. Ich guck mal kurz auf meiner Player Card, ob er hier schon irgendwo zu sehen ist. Kurz mal gucken. Der ist ein bisschen kleiner gewesen. Ja, den gibt's halt auch in Trophy. Genau, den gibt es in Trophy und auch in einzigartig. Ich weiß gar nicht, wie schwer war denn der jetzt? Hier auch ein Trophy gefunden. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, ist noch nicht in der Liste mit drinne. Bei den Fischen hier. Ach doch, da, hier ist die Fellforelle, genau, den habe ich einmal in Trophäengröße gefangen. Und um den Fisch geht es und da gibt es einen kleinen Trick, wie man den fängt. Und zwar gibt es ja jetzt hier auch die Freundesliste und man kann sich auch Geschenke machen. Man kann sich aber bisher nur ein Geschenk machen und das ist dieses Feuerwerk. Und wir zeigen euch jetzt heute mal, wie das funktioniert, weil es muss nämlich einer ein Feuerwerk zünden und dann beißt diese Fellforelle, dieser besondere Fisch. Ja, So. also Feuerwerk werde ich denn zünden, normal. Genau. Und ja, ganz wichtig halt auf jeden Fall noch im Shop die Lizenzen für Alberta kaufen, weil ansonsten, die sind auch gerade im Angebot, also die Tages-, Dreitages- und Wochenlizenzen. Am besten alle drei kaufen. Und ansonsten wird es halt recht teuer, wenn ihr denn doch zufällig mal auf Behalten drückt und dann eine Mega-Strafe bezahlt. Genau, so, dann gehen wir mal an den See. Ja, ganz neues halt auch mit der Freundesliste, kann ich euch auch nochmal zeigen. Wenn ihr hier an dem See auf den Steg drückt, dann seht ihr zum Beispiel entweder zufälliger Chatraum oder Chatraum, wo die Freunde drin sind, ne? Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, Tampi ist hier drin und so, genau. Dann gehe ich mal auf Fischen. So. Ah, hier kommen jetzt schon etliche andere auch noch mit rein. Die haben wahrscheinlich zufällig denn verbunden. Ja, hier vorne zum Beispiel kann ich euch mal kurz zeigen, steht der Weihnachtsbaum. Da kann man denn zu Weihnachten ein Geschenk öffnen. Das Geschenk kann man aber, wie gesagt, nicht vor Weihnachten öffnen. Also hier steht das auch nochmal, nicht vor Weihnachten öffnen. Genau, dann gehe ich jetzt erstmal zurück wieder. Weil wir haben jetzt erstmal so die Stelle da erstmal. Eventuell kann man den auch noch woanders fangen. Müssen wir dann mal gucken. Genau, und das Feuerwerk ist halt das Geile. Das sieht man halt auch im Multiplayer. Also, wenn der Tampi das erzündet, dann sehe ich auch sein Feuerwerk, das er gezündet hat. Ja, Tampi, ich würde sonst jetzt auswerfen. Ja, hau rein. Also, Ich sag Bescheid. wir haben jetzt erstmal den Spinner 14 Gramm 3.0 genommen. Den kann man auch hier direkt am See kaufen. So, ich schmeiß den jetzt mal aus. Hier, der Pantoffel schreibt auch schon gerade. Glaube, die Lachse sind abgewandert. So, ich habe rausgeschmissen. Kannst du deinen Rond erzählen? Ja, dann zieh ich mal runter. 3, 2, 1. Ja, Zündung. So, jetzt hört ihr das Feuerwerk. Und jetzt kommt das manchmal dann zu einem. Da seht ihr, das jetzt ruckelt das kurz. Und dann sollte man eigentlich den Biss haben. Ich habe jetzt gerade keinen Biss, aber ich kurbel trotzdem mal rein. Vielleicht schwimmt er ja hinterher. Da ist irgendwas, aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Biss habe. Doch, irgendwas habe ich dran. Ne? Gucken, was das ist. Also mit Glück ist es dann auf jeden Fall diese Fellforelle, die ihr auch sammeln müsst für das Achievement. Das sieht so ein bisschen dunkel aus. Mal gucken, was das ist. Ah, das sieht dann anders aus. Das jetzt? Nee, das ist ein amerikanischer Flussbarsch in Trophäengröße. Naja, gut. Ja, ich zünd noch mal eins. Jo, warte, ich muss erstmal ausschmeißen. Und dich da diesmal holen. Ja, Feuerwerk anzünden macht man erstmal F, dass man das Feuerwerk Genau. in die Hand nimmt und dann drückt man linke Maustaste und dann legt er das ab und dann geht's los. Genau, und mit L und K könnt ihr dann durchschalten, habt ihr verschiedenartige Feuerwerke. Okay. Denn ich habe wieder ausgeschmissen. Ja, 3, 2, 1, Zündung. So, mal gucken, ob jetzt die Fellforelle beißt. Könnte es gleich wieder zu Rucklängen kommen. Wollte auf jeden Fall nochmal rein. Mal gucken. Vielleicht schwimmt der ja doch noch hinterher. Ich habe einen Biss. Oh, ah, Fehlbiss. Schade. Schade, schade. Da ist wieder was.
Ah, jetzt habe ich mich verändert. Nee. Doch, ich habe einen Biss. Okay. Gucken, was das ist. Gucken, ob das nicht. Mal schauen. Das sieht. Wonach sieht das aus? Ja, mal gucken. Nee, das ist eine Bachforelle. Ich hole jetzt hier gerade alles raus, aber. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass das denn an diesem besonderen Tag liegt. Dass es sonnig sein muss, aber. Müssen wir nochmal rausfinden. Irgendwie, was eine Bedeutung spielt. Eine Rolle Ja, meine spielt. Feuerwerke habe ich auch alle weggeballert. Also. Okay. Ja, dann müssen wir halt mal hoffen, dass jetzt hier ein anderer ein Feuerwerk zündet. Hab schon wieder einen Biss. Gucken, was das jetzt ist. Aber wir haben jetzt halt so die Vermutung aufgestellt, dass es halt daran liegt, dass wir das Feuerwerk zünden. Weil es halt zu diesen, sag ich mal, Mikroruckeln kommt. Und dadurch, ja, denken wir, dass es daran irgendwie liegt. Er hat sich ja bestätigt, weil immer wenn wir das gemacht haben, haben die Leute halt diese Fellforelle gefangen. Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel wieder einen anderen Fisch. Jetzt schon wieder einen amerikanischen Hecht. Also, ja. Also, ich kann ja ein paar Feuerwerk, ich kann ja meine schenken. Jo, schenk mir mal. Weil dann kannst du die immer zünden und dann kann ich reinschmeißen. So, Gerne doch. Tampi, Tampi. Alle drei will ich dem Tampi Du bist so lieb zu mir. schenken. So, ihr habt ihr alle drei geschenkt. Ja, wie kann ich das jetzt sehen? Ja, die müssten jetzt in deinem Inventar sein. Also du brauchst eigentlich nur F drücken. Da müsste das eigentlich. Nö. Geht nicht? Ich hab dir die gerade geschenkt. Warte mal. Ich habe auch keine jetzt mehr im Inventar, da stand auch Tampi. Nicht, dass sie zu Ja. Hause rumliegen. Wunderschöner See. Nö, eigentlich. Also ich kann nicht mehr F drücken. Ja, nö, also bei mir ist nichts. Ah, komisch. Vielleicht dauert das auch mal einen Moment oder was? Ja, Early Access. Oh. Ja, ja. Wenn du jetzt nochmal nach Hause reist, da kostet ja eh nichts. Oh, mach ich, Das warte. geht, aber dann müssen wir, glaube ich, muss ich, glaube ich, auch nochmal einmal reisen, weil jetzt ist der Chat schon wieder voll. Jetzt sind 19. Mal gucken, ob du mir nachjoinen kannst. Links am Steg Richtung Bergecke. Volle Kanne raus. Warten das. Also, die reden hier über den. Bei den Saiblingen. Ah, Chat ist schon wieder voll. Ich glaube, wir müssen ja nochmal in einen eigenen Chat gehen. Ja. Und wie gesagt, der eine von uns, der Marc, der hatte dann gleich einen einzigartigen Drang gehabt, als sie hier Feuerwerk gezündet haben. Eventuell haben wir auch Glück, dass die anderen Leute hier ein Feuerwerk zünden können. Weil jetzt ist der Chat ja voll, jetzt dürften ja da nachher vielleicht auch die ersten Feuerwerke gezündet werden. Ja, also ich habe jetzt Einholgeschwindigkeit auf 2 gestellt. Dann mache ich Stop and Go mit dem Spinner. Damit hat das bisher ganz gut funktioniert. Jetzt wieder ein Platz frei, Tambi. Ja, Moment. Kannst, ja, ich glaube, im Inventar siehst du die eh nicht, die Feuerwerke. Ich meine, ich habe sie gerade gesehen. Okay, ach so. Kann mich aber auch irren. Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass heute schon das Update kam. Auch schon ein bisschen vor Weihnachten sozusagen. Ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier ist schon sehr schön. Oh, das ist ein Biss. Ah, jetzt hat er sich wieder.
Ja, ist auf jeden Fall sehr schön der See und ja, mal gucken, was man hier noch so alles angeln kann. Atlantischer Lachs habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, und zwar habe ich den unter Kleidung und Werkzeug. Da Ach sind die so. Fire Hast Words drinnen. du bekommen, ja? Ja, drei Stück. Sehr schön. Also die sind bei mir im Rucksack. Ja, dann reise ich jetzt noch mal zu dir. Ja, ist wieder voll der Chat, dann würde ich sagen, müssen wir mal zusammen joinen. Hier sonst mal hinterher joine. Ja, bei mir ist jetzt zufälliger Chatraum, da gehe ich einfach mal rein. Ach so, und dann join ich dir hinterher, ne? Ja. Ja, ist aber auch voll leider. Ich gehe noch mal raus. Und um mich siehst du nicht, oder was? Ne. Ja, schade. Natürlich alles voll jetzt. Ja, auch mal zufälliger Chatraum. Mal sehen, was jetzt passiert. Bin ich auch wieder mit 20 Leuten hier drinne. Da, Chatraum 3. Komme ich ja gar nicht rein, ne? Ich sehe gerade noch den Freundeschatraum. Jetzt bin ich ganz Ja, alleine bei am mir. See. Ich bin alleine. Kannst du mir jetzt nachjoinen? Ja, nice. Genau, Tampi ist da. So, warte mal, ich ändere nochmal die Route, weil ich hatte vorher noch mit der anderen Route geangelt. War der gleiche Köder, aber habe mir jetzt auch mal die neuen Routen geholt, die es jetzt hier so gibt. So, schmeiße ich nochmal aus. Der wirft jetzt eh nur so auf 50 Meter ungefähr. Weiter kommt er hier nicht. Oh. Ach gut, 58 Meter ist auch gut. Alles klar, ja, ich bin soweit. Ja, zünd ich mal. 3, 2, 1, los. Da sind wieder die Rockler. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich einen Biss habe. Mal rein. Merkwürdig. Ja, Ne, bei wem klappte das vorhin am hat sie laufenden ganz. Band? Vorhin hat sie die ganze Zeit geklappt. Murphy's Law. Ja, das hat Ja, aber auch. definitiv funktioniert das, auch bei Genau. mehreren Leuten. Wir können das ja mal so machen, falls wir jetzt keinen mehr fangen oder so. Zwei habe ich noch. Beim Ja. letzten machen wir das so, dass du einfach in den Himmel guckst und wir uns das Feuerwerk Feuerwerk halt gemeinsam angucken. nochmal angucken. Ja, wir machen. Ja, bist du soweit oder? Ne, warte, ich muss mal reinholen. Ich hoffe ja mal, dass ich vielleicht doch nochmal einen Biss habe jetzt. Also geruckelt hat's auf jeden Fall. Also der Fisch schien auf jeden Fall gespawnt zu sein. Wir können ja sonst. Ja, kannst du ja mal den anderen sagen. Ach so, ja gut. Die sonst nochmal in unser Chat kommen und dass die dann sonst ihr Feuerwerk nochmal zünden nachher. Hier sonst dann erstmal alleine weitermachen, weißt? Vielleicht. Ja, falls das halt Vielleicht. nicht klappt, jetzt mit den letzten zwei. Ja, genau. So, ich schmeiß nochmal raus. So. Okay, kann's machen. Ja, dann zünde ich jetzt. Also es kann wirklich sein, dass es jetzt an diesem Schneetag liegt, ne? Dass es halt nur bei sonnig geht, aber ich kann es mir ja auch nicht vorstellen. Ich habe ja nur den Tag geändert und seitdem habe ich keinen Biss mehr gehabt, ne? Ja. Muss ich nachher nochmal einen Tag vorspulen. Kostet ja zum Glück nur 10 Dollar. Die Reise übrigens kostet nichts. Also da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr da mal hin und her reisen wollt. Warte, ich hole mal Ja, ich werde rein. mal auf den Steg hinten gehen und dann werde ich mal das Feuerwerk von da hinten abschießen. Ja, dann gucke ich mir das mal an und schmeiß da mal rein. Kannst dann ja in den Himmel gucken, Ja, damit die warte. Leute das mal sehen. Ich spule mal nochmal auf sonnig. Vielleicht ist das doch wichtig, dass man bei Minusgraden angelt. So, ich spule nochmal vor auf den nächsten Tag um 6 Uhr. So, gucken wir mal. Bisschen frostiger. Wolltest du das Feuerwerk jetzt nicht zeigen, oder? Doch, ich gucke mir das an und dann kann ich ja danach nochmal reinschmeißen. Ja. Okay.
Ja, Gut, dann ich guck zünde ich gerade zu mal, ne? dir. Ja, guck mal schön in den Himmel. Ja. Ja, viel Ah, ich Spaß. sehe es ja. Geil. Ja, cool. Schönes Ding. Dann schmeiß ich mal noch mal rein. Vielleicht liegt das ja wirklich daran, dass man an Sonn also bei Minusgraden angeln muss, weil die Fische haben ja auch ein Fell um. Kann ja sein, dass es da irgendwie mit zusammenhängt. Ja, wie gesagt, kannst ja den anderen nochmal sagen, dass sie hier sonst mal reinjoinen und dann probiere ich nochmal, ob die anderen dann vielleicht auch nochmal ein Feuerwerk zünden können. Ja, einen Moment. Vielleicht habe ich ja Glück. User left your channel. Ja, leider nur eine Bachforelle. Sieht zwar auch wunderschick aus. Guck mal, ob die anderen mir dann mal nachjoinen. Oder vielleicht kann ich ja. Ah, ich habe selber ja kein Feuerwerk mehr. Ne, leider kein User Feuerwerk mehr. joined your channel. Na? Ja, der Bulli kommt gleich noch mal rein bei uns. Ja. Da ist er auch schon, ja. Ach so, was bei uns hat der Microsoft noch was rausgefunden, und zwar, wenn man den Fisch draußen hat und die linke Maustaste gedrückt hält und die Maus dann bewegt, dann kann man den Fisch von allen Seiten irgendwie Ah, betrachten. cool. Cool. Muss ich gleich mal zeigen dann. Ach, er hat schon gemacht. Wo ich jetzt Biss hab. Er zündet hier eins an den anderen. Ja, sonst gehen wir einfach hoch und angeln normalen weiter, oder was? Ja, Und also es dann. hat ja geklappt, definitiv. Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht. Ich lasse jetzt einfach mal die Aufnahme laufen. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Da hätte ich mich auch die ganze Zeit am Boden. Aber ist schon mal cool, dass man sich das gegenseitig schenken kann. Ja. Ein Biss. Ja, schiebst du nicht sonst mal nach oben? Ja, mache Okay. ich. Ja, ich sag schon mal Tschüssi. Jo, alles klar. Danke nochmal für die Hilfe. Kein Problem, immer wieder gern. Fertig. Okay, ich bin auch fertig. Mal runter. 3, 2, 1, los. Es ruckelt, es ruckelt. Ja, ich habe einen dran. Sehr geil. Ich auch. Auch. Final. Das lag nur dabei. Da haben wir, ne? Ja, es ist eine Fellforelle. War eine große. Okay, scheiße. Oder? Wie groß? Ah, die sieht. Hat auf jeden Fall. Erste. Oh, 3,1. Yes. Sehr gut. Trophäengröße. Ja, liebe Zuschauer, jetzt habe ich auch mal eine Fellforelle gefangen. Ihr habt auch gesehen, dass wir das wieder mit Feuerwerk gemacht haben, weil das triggert irgendwie ja, die Spawnrate vielleicht oder halt die Wahrscheinlichkeit, dass man einfängt. Und jetzt habt ihr das mal gesehen. Mal vielen Dank fürs Einschalten. Ich kann sonst die Aufnahme auch nochmal laufen lassen. Vielleicht fange ich sogar.
Einzigartig. Also da, aber ansonsten hier erstmal der Cut und dann. Ja, danke an den Brumme noch. So, Ist der okay. Brumme? Können wir weitermachen. Schmeiß wieder rein. Brumme ist der Beste. Das ist Monkey Feuerwerk für die Affen, die keine Lizenz haben. So, ja, stimmt. Ich hab wieder drinne. Jo. Jo. Bett. Warte, Micha noch. Timmy, hast du auch drinne? Ja. Blub. Und los geht's. 3, 2, 1, Feuer frei. Direkt bis 44 Meter. Aber mir hat er sich gerade verhält. War schon der Kleine. Aber Trophy ist auch schon. Das ist eh ein Feuerwerk, was du abbrennst, oder was? Für Feuerwerke, die dauern ja eh. Ist hier hinterher geschwommen, ich konnte sie sehen. Scheiße. Bei mir hat es gar nicht gerufen. Oh, Micha! 3,9. Oh, Oh, jawohl, Lachs Freddy, Glückwunsch! oh, Lachs Glückwunsch! Freddy! GZ! Yes, GZ! Geil! Ein einzigartig, Freddy! sehr geil! Sehr gut. Weißt du, mit was ich Da, manchmal Timmy! nicht. Timmy hat auch ein einzigartig! Oh, Glückwunsch! Ja, Zuscha Ja, liebe Zuschauer, Glückwunsch! da seht ihr auf jeden Fall. Crumbit 9 Meter 4 Raute 4-0. Echt? Fang ich sie die ganze Zeit schon, ja. Okay, warte mal. Wie habt ihr sie jetzt gefangen, Lachsfried? Also ich habe den Chat 7 cm, 14 Gramm und 3-0 gehört. Und ich habe den 14 Gramm Jamaika-Spinner drauf, 3-0. Ja, den. Ja. Gut, ich schmeiß noch mal rein. Ja, geil. Alle unterschiedlich. Ich hab wieder. Auch. Jo. Yep. Okay, dann 3, 2, 1. Feuer frei. Oh ja, bis 45 Meter. Aber ich habe keine Ahnung, ob der. Also einzigartiger springt da nicht aus dem Wasser, oder? Nee, Nö. ich habe Also, diesmal keinen. er ist schon ein paar Mal aus dem Wasser gesprungen. Das meinst du nur, das ist unter Wasser, was du da siehst. Oh, was ist das? Warte mal sehen. Alter. Und. Und. Der Uni, sieht pass aber mal auch echt auf. schick. Feuerwerk. Oh, läuft doch. Ist eine 12-Schuss-Batterie. 12 Ja, Schuss. was soll denn das? Ja, das war mal was anderes, ne? Das amerikanische Seefell-Saibling. Saiblinge. Oft. So, einmal hier. Nein, meine Schnur ist gerissen. Warte, Oh. warte. Ich habe extra die Bremse runtergestellt, trotzdem. Ich habe noch einen Jamaika. Also, mein einzigartiger habe ich auch mit dem Crambait 9 Meter Raute 4-0 gefangen, ne? Ja, warte mal, dann mache ich den noch den kleinen So, ich bin Wasser. Gute 3, Moment. Ja, Moment. ich auch. Ja, Bereit. dann warten wir noch. Ja.
Feuerwerk. Vor allem, dass sie echt sowas ausgedacht haben, ne? Weil es wo bei den ersten habe ich auch mit dem Dings mit dem Spoon einfach nur gefangen. Also ja. Den hatte ich gerade drauf einfach reingeschmissen, geguckt und wapp. Okay, wir sind bereit. Yep. Jo, dann 3, 2, 1, Feuer frei. Ja, es ruckelt. Bei mir auch. Ja, bis 49 Meter. Boah, Alter. 35 Meter. Glaube ich wieder ein Trophy. Man sieht ihn ja schon bei den. Der Wasser sieht. Nee, ich hatte nur einen Hänger. Aber er springt nicht raus. Er ist bisher noch nicht rausgesprungen. Könnte was Gutes heißen. Hat doch jetzt rausgesprungen. Ah, was Kleines. Da wird wieder ein Trophy oder. Etwas Fettes. Schade, schade. Oh, nochmal einen einzigartigen. Oh. Ich hab wieder Trophy. Geil. Die sehen so geil aus. Ja, ja. Hammer. Wir müssen nur kurz mit X nochmal gucken. X oder was war das andere? Einfach rechte Maustaste. X oder rechte Maustaste. Vor allem der ist weiß, ne? Ja. Jetzt drehe ich mal in die Sonne. Ja. Den müsst ihr mal in die Sonne drehen. Ja, ich hab den in die Sonne gedreht. Der ist weiß. Brumme, hast du eins oder ist alle? Ich hab noch 5, aber die baller ich jetzt nicht noch raus. Okay. Das sind nur die einfachen. Okay. Denn nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt gesehen, dass alle Mitglieder hier vom Bierstückchen auf jeden Fall auch einzigartige Damen rausgeholt haben. Also ich kann euch nur empfehlen, geht irgendwie an einem großen Steg, wo ständig geballert wird, oder sucht euch ein paar Freunde, macht das zusammen und dann vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal danke an Brumme und zur nächsten Folge, euer Underwater Frank.